Bitte nehmt euch ein bisschen Zeit für dieses Video. Ich habe leider die 30 Minuten sehr aktiv und hart überschritten. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, euch die ganze Zeit zu unterhalten. Also viel Spaß beim Zuschauen. Hi Leute und herzlich willkommen zu Clash of Clans Rashcore Clan Let's Play heute am Samstag. Und der Clankrieg hat soeben begonnen. Ich habe alle meine zwei Angriffe noch übrig. Vor 6 Minuten hat der Klangkrieg begonnen. Es steht 7 zu 8. Es wird mal wieder ein richtig spannendes Battle. Und hier ist auch gerade wirklich richtig viel los im Chat. Jeder Killer hat 3 Sterne geholt. Die Emma auch. Schön, aber ich muss hier jetzt Jahre warten. Ja, der Checker, der will stellvertretender werden. Und ich habe jetzt gesagt, weil die Emma auch stellvertretender werden will. Und der Tim auch, habe ich gesagt, die haben jetzt alle drei noch eine Woche Zeit. Das ist wirklich so mal ein Special für die drei, also für euch drei. Dass ihr drei quasi dann euer Bestes gibt und der Beste wird dann ausgewählt, weil alle drei kann ich leider nicht zum Stellvertreten machen. Wenn ich jetzt einen zum Stellvertreten machen würde, würden die anderen zwei sich aufregen. Da muss ich dann irgendwie einen Kompromiss immer finden. Ich muss ich quasi immer einen Kompromiss finden, dass es so passt. Und hier wurde der Geraot angegriffen von Makatur und ich habe derzeit fast volle Truppen, finde nur noch ein paar, es dauert immer lang, aber meine Zaubersprüche sind, also ich habe keine Zaubersprüche, ich kann jetzt wirklich zwei Sachen machen, entweder greife ich jemanden ganz schlechtes an, wo einer aus meinem Clan, also aus dem Rashcore Clan versagt hat, natürlich glaube ich nicht, dass jemand versagt hat, hier zum Beispiel immer. Oder ich mache keinen Angriff und schaue Angriffe von Leuten aus dem Rashcore-Clan an. Und ich glaube, das mache ich heute mal, nachdem ich alle aus dem Rashcore-Clan angeguckt habe. Wir sind derzeit randvoll. Es dürfen trotzdem, glaube ich, nur 45 Leute mitmachen. Mein Clan. Ich gucke. Und ja, leider dürfen nur 45 Leute mitmachen. Wahrscheinlich hatte der feindliche Clan... Ja, der hat nur 46 Mitglieder, was soll man machen? Aber 9-8 steht's derzeit. Ich hoffe nicht, dass sie diesmal wieder Nacht aufholen. Die letzten zwei Klankriege haben wir ja gewonnen. Und schade, haben sie gerade einen Stern bekommen. Hi YouTube, ist der beste Clan ever. Echt mal beste. Ja, danke, dass ihr den Clan so gut findet. Ich gebe mir auch wirklich viel Mühe. Aber der ist natürlich nur so gut, weil ihr da drin seid. Ohne Mitglieder, kein Clan, kein Erfolg, keine Videos, gar nichts. Moin YouTube. Und jetzt beginne ich mal. Jetzt fange ich mal an, alle Leute anzugucken. 45 sind es ja, die anderen 5 gucke ich dann noch so separat an. Und da wäre zuerst einmal der Killer 66 mit Rathaus Level 10. Sehr schönes Dorf. Der nächste ist der Seppo. Seppo Rathaus Level 9. Sehr schönes Dorf. Den Magiturm hat er immer noch draußen stehen, hat sein Klankriegsdorf quasi nicht umgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche das Video geguckt habt. Da war sein Dorf genauso, auch mit dem Magiturm draußen, habe ich noch gesagt. Vielleicht baut er den Magiturm erst und dann stellt er ihn rein. Aber diesmal kann er ja nicht mehr gebaut werden. Jetzt ist er auch hundertprozentig fertig. Ich weiß nicht, warum er noch draußen stehen hat. Genau wie den X-Bogen, alle X-Bogen. Ich weiß es nicht, aber ist sein Ding. Dann der nächste ist der Kenny, Rados Level 9. Sehr schönes Dorf. Nichts draußen schick, glaube ich. Nee, wunderbar. Der nächste ist... Oh Gott, was für ein hässliches Dorf. Auf jeden Fall zu meinem Dorf. Was ich habe ein bisschen verändert. Ich habe den X-Bogen mit Luftabwehr ausgetauscht. Oh, nee. X-Bogen habe ich ausgetauscht mit dunkles Elixier. Und dunkles Elixier habe ich ausgetauscht mit Magiturm. Und Magiturm habe ich ausgetauscht mit dunkles Elixier. Damit ich quasi mehr Verteidigung in der Mitte habe. Die Rohstofflager sind hier im Klankrieg nicht wichtig. Klar, machen schon ein paar Prozent aus, aber die Verteidigung ist wirklich wichtiger. Der Sagi hat leider sein Rathaus draußen. Schade. Einen Stern kriegen die Gegner da auf jeden Fall. Die anderen Sterne glaube ich nicht. Dann der nächste ist der Moritz. Moritz Rathaus Level 8. Sehr schön. Keine Verteidigung draußen stehen. Wunderbar. Der nächste ist der Niki, auch Rathaus Level 8, auch keine Verteidigung draußen stehen. Sehr schön, sehr, sehr schön, wirklich. Und der Chat hier, was haben... Leute, kommt in den Clan, wenn Platz ist, der Clan ist mega.
Wir werden die Besten. Tim, zeig bitte meinen Fight gegen Nummer 22. Ja, ich zeig gleich alle Fights, die in der Aufnahme hier passiert sind. Weil ich ja selber keine Fights mache, dann habe ich mir gedacht, irgendwas muss ich euch zeigen. Also zeige ich Fights von anderen. Sind meistens eh besser als meine, also seht es als Vorteil. Dann haben wir hier den Okan, hat sein Rathaus leider draußen. Sonst ist alles drin, aber das Rathaus wäre meiner Meinung nach echt schon besser, wenn es drin stehen würde. Der nächste ist Wursthausen. Wursthausen hat Rados Level 8. Nichts draußen stehen. Wunderbar. Nächstes der Okan. Kaitas. Der zweite Okan mit Kaitas am Ende. Rados Level 8. Nichts draußen stehen. Den Barbarenkönig hätte ich auch getauscht mit dem Elixierlager, weil die ja im Klangkrieg nichts ausmachen. Aber so weit sogar. So, wie heißt es? Gibt es doch so ein Sprichwort. Soweit ganz, soweit so gut, genau soweit so gut, war das ein schönes Dorf. Dann next ist der Xyros, Rados Level 8, nichts draußen stehen, perfekt, sogar symmetrisch. Dann der Makadur, der gerade eben schon angegriffen, leider nur einen Stern bekommen, Rados Level 8, nichts draußen, doch, die Teslas stehen draußen. Naja, sieht man ja nicht, ha, ha, ha. Ja, ich hätte die schon irgendwo reingepackt, aber da habe ich jetzt auch gerade keinen Platz gesehen, also was soll man machen. Dann Rathaus Level 8 hat der Freddy, der hat auch ein sehr schön symmetrisches Dorf, nichts draußen stehen. Dann der nächste ist der Leo, auch Rathaus Level 8, sehr schönes Dorf. Hat er irgendwas draußen stehen? Nein, er hat sogar meinen Tipps befolgt, die Goldlager rauszustellen und die Verteidigung reinzupacken. Wirklich sehr, sehr geiles Dorf. Die Nummer 15 ist der Dezan, Rados Level 8, auch nichts draußen stehen, wunderbar. Der nächste ist der Kai 200, Rados Level 8, auch nichts draußen stehen. Die ganzen Kasernen würde ich hier einfach an den Rand packen, dann werden die, naja, verteidigt werden sie nicht, glaube ich. Doch hier einmal durch den Bogenschützenturm und hier. Aber ja genau, einfach auch hier die Armeelager einfach hier an den Rand packen, dann passt das. Dann der nächste ist der Joy, Rados Level 8, auch nichts draußen stehen. Die Klamburg würde ich auf jeden Fall mit einem Goldlager oder sowas tauschen, sonst passt das. Dann der nächste ist der XX Blablub XX, Rados Level 8, sehr sehr schön, nichts draußen stehen, wunderbar. Gut drin. Hat gerade Hamo 99, oder? Ja, Hamo 99, guten Ring geschrieben. Guten Ring, kann man leider nicht so gut aussprechen, aber was soll man machen? Und Elixierlager genau einfach mit Klamburg tauschen, dann passt es, jo. Oh, jo, Digga, jo. Und der nächste ist der Leon.804, Rathaus Level 8. Sehr schönes Dorf, wirklich nichts draußen stehen. Die zwei Elixierlager tauschen mit Klamburg, dann passt es aber auch. Der nächste ist der XGHF, Rados Level 7, ja genau, nichts draußen stehen, wunderbar. Der nächste ist der Killer, natürlich Rados Level 7, sehr schönes Dorf. Auch die Lager hier draußen stehen, wunderbar. Den Tipps befolgt, wenn er sie denn von mir hat, wenn er von anderen hat, ist ja auch nicht schlimm. Hier sind wahrscheinlich überall Tests, das würde ich ja sehen. Hier ist gar nichts. Keine Ahnung warum, aber ist ja auch egal, sehr schönes Dorf. Dann der Captain Harold, Rados Level 7 hat schon Level 7 Mauern, sehr, sehr schön, wunderbar. Nächstes Dorf, der Tim, Rados Level 8, sehr schönes Dorf, hat nichts draußen stehen, so wie es aussieht. Aber, ich würde die ganze Verteidigung hier, alle Verteidigungen mit den ganzen Minen und so tauschen, das wäre auf jeden Fall viel besser. Dann die Nummer 25 ist der Mirchi 98, Rados Level 7 hat nichts draußen stehen, wunderbar. Und hier ist mal kurz den Chat vor. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, hahaha. Wir sind nett bei den Rashcon News. Ja, wollte ich gerade sagen, das sind die Rashcon News natürlich. Doch, Noob, neue Nachrichtenkiller ist jetzt Gold 2. Warum kann ich nicht angreifen? Ach ja, ich bin Zuschauer. Ja, der ist wahrscheinlich erst beigetreten, darum kann er nicht angreifen. Kein Ding. Und zu den Rashcon News, wenn er
wenn er es schon anspricht, möchte ich auch dazu sagen, ich habe ein Video hochgeladen, wo ihr, könnt ihr euch gerne mal angucken, sehr zu Rashcon News Video, wo ich halt so sage, dass ihr gerne spenden könnt und für jeden Klick spende ich Geld. Jetzt hat mir YouTube da ein Bein gestellt, ich konnte das Video nicht monetarisieren, das heißt, ich konnte kein Geld mit diesem Video, also derzeit noch nicht erwirtschaften, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich nicht schön von YouTube, die überwachen das Video derzeit noch vielleicht, also eine Woche lang überwachen sie es, vielleicht wird es ja freigegeben, dann könnt ihr es auf jeden Fall teilen mit euren Freunden, dann kann ich Geld spenden, derzeit leider noch nicht, tut mir echt leid. Das war auf jeden Fall jetzt der Juni Rathaus Level 7, der nächste ist der Beat 86, auch Rathaus Level 7, der wurde sogar schon angegriffen, gucke ich mir gerne mal an den Feindangriff. Ich mache ja heute selber keine Angriffe, dann gucke ich gerne andere Angriffe an. Klar, das ist jetzt ein gegnerischer Angriff, aber ich will sehen, wie die Gegner verkackt haben gegen den Beat 86. Das war jetzt der aus dem gegnerischen Team, der Brio. Sehr, sehr interessant. Und ich glaube, ich nenne das Video jetzt hier mal Clankrieg gegen Nymphet 15. Vielleicht finden dann ein paar Leute aus denen ihren Clan quasi das Video und sind freuen sich dann, dass sie unter YouTube sind, also derzeit ja nur der eine, aber wäre doch auch mal ganz lustig, oder? Wenn die Gegner sehen, wie gut wir sind, also derzeit sind wir, oh, ich lese gleich mal wieder den Chat vor, 15 neue Nachrichten waren da schon wieder und 42% ist natürlich sehr, sehr bitter, 44%, 46%, 46%. Der schafft wahrscheinlich noch die 48%. Oh Gott, ist das bitter. Oh, 50% hat er noch geschafft. Jetzt hätte ich gedacht, er schafft nur 49. Aber naja, was soll man machen? Ich schaue weiter. Hier der nächste ist der Paul. Nummer 28. Rathaus Level 7. Sehr, sehr schön. Ich muss es mal ein bisschen schneller machen. Ich labere hier schon wieder viel zu lang. Das langweilt euch ja. Und der nächste ist jetzt hier der David Rathaus Level 7, nichts draußen stehen, wunderbar. Der nächste ist der Kai Rathaus Level 7, nichts draußen stehen, wunderbar. Puh, Konzentration, das schaffen wir. Lady Rathaus Level 7, nichts draußen stehen, wunderbar. Und ich habe gesagt, ich lese den Chat vor. Das mache ich jetzt mal, nachdem ich gesagt habe, dass der Mr. Chiller angegriffen wurde. Leider 3 Sterne. Was soll man machen? Und jetzt der Chat hier. Und wo waren wir? Wo waren wir? LOL. Killer, ich bin Zuschauer, ich kann nicht angreifen. Schade. Scholola, Schokolade. Hamo, kriege ich Lakaien, Lakai, Lalai, danke, ja, gerne, Hamo, bitte, ja. Wie viel kostet Lakaien, dunkles Elixier, Lanai? Danke, Lakai, Lanai, Lakai. Liebe YouTuber, wie geht das heutige Spiel aus? Deutschland gegen Ghana. Schreibt's in die Kommentare bis 21 Uhr. Ja, yeah, Killer, das ist echt eine gute Idee. Das habe ich, glaube ich, auch im letzten Clash of Clans Video auch gesagt. Schreibt einfach unten in die Kommentare, wie das Spiel ausgeht. Letztes Mal haben es auch schon Leute gemacht. Ihr habt alle 2-1, 3-1 gekippt. Keiner hat 4-0 getippt. Mal schauen, wie es heutige Spiel ausgeht. Da mache ich auch jetzt schon so früh eine Aufnahme. Ich gehe gleich Party machen. Mal schauen, ob es was bringt, Party zu machen. Ich hoffe natürlich, dass die Deutschen wieder gewinnen. Also das 4-0 war natürlich sehr souverän. Schreibt's in die Kommentare. Genau. Schreibt's einfach in die Kommentare. Das wäre echt geil. Und ich glaube... Nee. 6 dunkles Killer, Killer. Machst du, du gar. Ja, was ist? Geh grad viel. Meinst du 666600? Was meinst du davon? No, no, Probulakai. 6 dunkles. Billig und Schweinigstreise bekomme ich in 5 Stunden. Cool. Es ist nicht gerade einfach zu bekommen. Pro Schweini kostet 40 Dunkel. Dunkles Elixier, nee, 30. Ja, der Hamo hat wahrscheinlich schon ein Level höher, die Schweinis, aber was soll man machen? Dann der nächste ist der The Grader 2002, Rathaus Level 7, hat auch nichts draußen stehen, wunderbar. Der nächste ist der Checker mit Rathaus Level 6, also der will ja auch stellvertretende werden, ist auch schon sehr lange dabei. Der Tim war ja auch gerade eben schon da und dann kommt jetzt gleich noch, die Emma kommt auch gleich noch, nachdem wir den Sassi angeguckt haben, der Rathaus Level 7 ist. Ja, stell bitte deine Verteidigung wenigstens näher an dein Dorf, weil so bringen die rein gar nichts. Dann der nächste ist der Sergio Bambus, Rathaus Level 6, sehr schönes Dorf, nichts draußen stehen, wunderbar. Der nächste ist der HFC Chemie, Rathaus Level 6, wunderschön.
Der nächste ist der Hammerados Level 6. Wunderschön. Ich kann eigentlich nur noch wunderschön sagen, weil es gibt einfach keine ganz total schlechten Dörfer im Rashcore-Clan, weil der Rashcore-Clan einfach der geilste Clan ist dieser Erde. Weltherrschaft wird natürlich kommen am Dienstag. Der Nepo ist hier natürlich Rados Level 7. Dann der Shroom Rados Level 6 wurde leider angegriffen, haben aber nur einen Stern gemacht. War wahrscheinlich eine gute Verteidigung. Dann der Boss mit Rados Level 6, nichts draußen stehen. Die Nummer 42 ist Annika 3. Die Annika 3, leider die Kanone, tauscht die bitte ein mit einer Goldmine, mit dem Elixierlager. Dann passt es aber auch, genau wie die Luftabwehr und die zwei Kanonen und die Glamburg, alles reinstellen, dann passt es. Die Nummer 43 ist XY, lustiger Smiley YX, Rados Level 5, sehr schönes Dorf. Ich habe einen Sprachfehler, ich lispel jetzt die ganze Zeit. Simon ist Latos Level 5. Latos Level 5 hat nichts draußen sehen. Und die letzte ist die Emma, das weiß ich. Und die Emma hat Rados Level 5. So, ich spreche jetzt mal wieder normal. Rados Level 5. Nichts draußen stehen, außer die paar Armeelager. Stell die doch einfach an den Rand, Emma. Dann passt es, du wurdest auch zu 3 Sterne leider zerstört. Mal schauen, was für Armeen denn da gesetzt wurden. Oh, es war auf jeden Fall ein guter taktischer Angriff. Erst die Truppen rauslocken und dann hier die Riesen neihauen. Aber gegen so eine Armee kann man meistens nichts ausrichten auf Emma ihrem Level. So, das dauert jetzt ein bisschen. Ich habe auch gar keine Lust, so einen Angriff mehr anzugucken. Ich gehe jetzt zurück und gucke Angriffe an, wo wir gemacht haben, also der Rashcore-Clan, nachdem ich kurz den Chat vorgelesen habe. Ja, keine Ahnung, meine dunkle Kaserne ist noch im Bau, kostet 40, ja, und ist doch egal, ja, Leute, Clankrieg packen wir. Es steht 16-15, wird wirklich sehr spannend, am Montag sage ich euch dann wieder, wie es ausgegangen ist, und es steht 17-15, Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Yeah. Oh yeah, sehr, sehr geil. Und ich mache ja keinen Angriff, also kann ich gerne spenden. Drache passt leider in 5 nicht mehr rein. Aber was soll man machen? Hier fange ich jetzt mal an, die Angriffe anzugucken. Das war der erste Angriff. Oh, der hat aber schon... Oh, der hat schon Level 8 Mauern, glaube ich. Sehe ich nicht oft wirklich. Bei meinen Gegnern habe ich noch nie Rados. Mit Rados Level 9. Natürlich gibt es schon mit Level 8 Mauern, aber so wenig Leute angriff. Never. Und er hat hier wirklich sehr, sehr viele Lakaien gesetzt, aber hier kommt ein Magiturm. Das heißt, Magiturm, Magiturm, da wurden die alle gleichzeitig geröstet, so wie es aussieht. Jetzt seht ihr das gleich. Und jetzt werden sie einfach hier geröstet vom Magiturm, genau wie auf der Seite hier. Ja, das ist halt manchmal so, der Magiturm macht Massenschaden. Kann man nichts machen, ne? Und da waren die 33% echt schade. Aber der hat auf jeden Fall den Bonus bekommen von 270. Ich hoffe, der macht jetzt mal bessere Angriffe und nicht immer so Angriffe nur um den Bonus, weil ich hasse so Leute, die wirklich bonusgeil sind. Also ihr bekommt ja, wenn ihr einen Angriff macht und einen Stern macht, einen Bonus. Der Killer hat ihn auf jeden Fall verdient, 100%. Schauen wir uns den Angriff mal an. Mal 2. Hat er natürlich hier erstmal sehr taktisch die Bogenschützen gesetzt. Sehr, sehr gut. Und hier stehen Bogenschütze direkt am Rand und macht das dunkle Elixierlager kaputt. Genau wie hier unten und hier oben. Perfekt in der Mitte kalkuliert. Dann kommen hier 3, 4 Drachen, 5, 6, 7 Drachen, 8 Drachen in den Kampf rein. Und natürlich die Drachen managen das hier aus der Luft aus. Konkret und souverän wie das deutsche Team im letzten Spiel. Für mich hier irgendwie gerade wie so ein Stadionsprecher. Und da fliegen 8 Drachen zum dunklen Elixier und zerstören das 100%ig. 9 Drachen waren sogar. Ich habe nur 8 gezählt, aber was soll man machen? 100% perfekter Angriff. Dann schaue ich mir den nächsten Angriff an. Mal schauen, wo der ist. Hier leider nur 60% der Tim. Hier setzt er die sogenannte BAM-Strategie ein. Bogenschützen hauen. Und dann werden zuerst die Bogenschützen angegriffen und nicht die Riesen.
hat Vor- und Nachteile, diese BAM-Strategie. Dann kommen hier zwei Drachen, diesmal sind es wirklich nur zwei Drachen, in den Kampf. Oh, und zwei Packers sind dabei. Die sind natürlich sehr, sehr tanky. Die drei Packers sind sogar dabei. Die haben auf jeden Fall die 66% gemacht. Die 60%, Entschuldigung. 60%. Ohne die Packers hätte er nicht geschafft. Aber so hat er 60% einen Stern. Naja, dann hier der nächste Angriff von XGHF. 100% zerstört. Mal schauen, was er gemacht hat. Hat erstmal natürlich die Klangtruppen rausgelockt. Mit ein paar Bogenschützen. Und ein paar Kriegern. Und ich lese mal kurz den Chat vor. Ja, gerne, Herr Mo, bitte. Danke, wie viel kostet? Ja, das habe ich alles schon vorgelesen. Alles schon vorgelesen. Ab hier. Was denn? Did you know what? Tim, machst du Aufnahme? Ja, ich mache noch Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lang. Ich sag mal noch... So pauschal noch 5 Minuten. 5 Minuten ist eine schöne Zeit. So, ein bisschen auf den Tasten hier rumgehauen. Macht immer Spaß. Und dann sind wir jetzt aber hier gleich wieder zurück beim Angriff. Mit Bogenschützen, Riesen und dem Barbarenkönig hat er angegriffen. Und hier kommt nochmal eine richtige Welle an Bogenschützen. Und ein Drache kommt da noch mit ins Feld. Der das natürlich meiner Meinung nach rausreißt. Also Drachen sind zwar teuer, aber die reißen wirklich jeden Kampf raus. Und da haben wir die 100%ige Zerstörung vom XGHF auf den Kadu von Nymphet 15. Und hier unten greift gerade der B-Angriff auf Kenny. Angriff von Kenny, wollte ich gerade sagen. Auf dem BHF und 25% zerstört. Das hört sich doch schon mal gut an. Und dann gucke ich derweil mal den Angriff vom Joni an. 100%ige Zerstörung mal 4. Mal schauen, was er gemacht hat. Er hat einen Blitz reingehauen. Noch einen Blitz hat er reingehauen. Dann hat er den Barbarenkönig und ein paar Bogenschützen gesetzt. Und dann kommen hier ein paar Krieger dazu. Ein paar Barbaren. Einen Heiler hat er noch dazu gepackt. Die Luftverteidigung ist schon tot. Und hier hat er quasi dann freien Weg mit seinen Magiern, die er noch gesetzt hat, um den letzten Magieturm zu zerstören. Wunderbar. Dann kommt hier noch. Ein paar Angriffe waren hier auf jeden Fall noch. Hier 1, 2, 3. Die gucken wir jetzt noch im Zeitraffer an. Danach gucke ich noch die letzten 5 an. Die habe ich ja eben noch vergessen. Mal 4. Hier wieder mal der Blitz reingesetzt. Schaut es euch einfach mal selber an. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde kotzen. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Husten, wenn ich zu lange rede. Und jetzt hört sich meine Stimme auch so komisch leierlich an. Lol, bei den letzten bekommt man 1500 Kriegsboni. Ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Dann der vorletzte Angriff von Sergio Bambus. Und mal 4. Boah, wie schnell die laufen, ey. Das ist ja Hammer. Das ist sehr Hammer. Und ich glaube, ich überschreite gerade die halbe Stunde von Aufnahme. Es wird mal wieder dauern, das Video hier hochzuladen. Pro Minute brauche ich ungefähr 2 Minuten hochladen. Also für eine halbe Stunde, eine Stunde hochladen. Ja. Da werde ich wohl noch ein bisschen COC zocken müssen, während das hochladen. Aber ist ja kein Schaden. Ich freue mich ja immer, wenn ich COC zocken darf. Und jetzt gucken wir noch schnell den letzten Angriff an. Von Emma, die hat eine 100%ige Zerstörung gemacht. Mal 4. Und da hat sie Riesen gesetzt. Noch mehr Riesen, noch mehr Riesen. Da kommen Bogenschützen dazu. Und ein... Oh, ein Ballon. Sehr, sehr schön. Der ist aber sofort kaputt gegangen, leider. Aber hier auf jeden Fall die 100%ige Zerstörung. Wunderbar. Hier kommen jetzt noch ein paar Lager, aber wie gesagt, sowas außen stehen zu lassen, ist nicht der Hit. Aber, ja, muss man sich selber überlegen. Dann gucke ich jetzt noch schnell die letzten 5 an. Oder ich schaue kurz, ob der... Oh, den Angriff muss ich...
Also den Angriff von Kenny muss ich auf jeden Fall noch angucken. Und da hat er hier erstmal Level 15 ist, glaube ich, Barbaren. Und auch Level 5. Also, ja, wenn ihr so gut seid, also ich sehe es ja an den Truppen, Kenny, wenn ihr so gut seid, bitte greift nicht so schlechte an. Und die etwas nicht so guten aus unserem Clan müssen auch die Chance haben, jemanden anzugreifen. Natürlich schaffst du da 100%, das ist gut, wenn du sagen kannst, ich habe 6 Sterne geholt. Aber dann kriegen die etwas schlechteren aus unserem Clan nicht zugute ab. Dann, hier steht noch was. Hi Leute, viel Spaß, Glück beim Clankrieg, greift alle an, denn wir gewinnen nun jeden. Ja, natürlich, das hoffe ich auch, dass wir jetzt jeden Clankrieg gewinnen. Und jetzt kommen die letzten 5, die ich noch nicht angeschaut habe. Da wäre der Harmon99 dabei. Rados Level 8, Level 49 und er ist schon in der zweiten Liga. Das ist wirklich sehr, sehr gut. In der Liga über mir, in der, wie heißt sie die Liga? Oh Gott, ich war da lange nicht mehr drin in der Liga. Ich war auch mal drin mit Level 70 oder so. Bin dann aber wieder abgestiegen, weil ich wurde echt oft zerstört. Aber Respekt an dich, dass du, Hamo, in der Liga bist. Und auch da standhältst, du steigst ja immer weiter auf, 2300 Pokis. Das bringt auch den Clan wirklich weiter. Und dann ist hier der nächste, der Hardcore. Level 52. Rados Level 7. Sogar Level 7 war uns sehr schön. Dann fehlen jetzt noch 3 Leute, die schaue ich auch noch an. Natürlich, das mache ich immer. Dann habe ich jetzt jemanden übersehen. Nein, ich habe keinen übersehen. Dann der Elotratz 1, der eben gesagt, er ist Zuschauer, weil er quasi erst neu beigetreten ist. Rados Level 7. Ja, okay, ich kann jetzt nichts dagegen sagen, weil ich habe meinen Rados ja auch so draußen stehen. Auch ein sehr schönes Dorf und du hast richtig viel Gold. Respekt an dich. Ich habe mein Dorf ja, wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, ich habe mein Dorf umgestellt. Hier mal den letzten Angriffs, den Verteidigungslock, 2% hier und da hat mich leider jemand 100%ig zerstört, hier nur 5%. Hier, das war noch die alte Verteidigung, also ab hier 100%, das war natürlich, der war richtig gut, aber hier dann die 2%, das war ein Farmer. Es hat noch nie einer wirklich mich angegriffen, ja, 2 Leute angegriffen, daraus kann ich jetzt noch keine Studie ziehen. Ich versuche immer Studien aus irgendwas zu ziehen. Nein, ich werde es am Montag, werde ich da meine Verteidigung selber mal bewerten. Ihr könnt auch gerne meine Verteidigung bewerten. Wenn ihr bessere kennt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich nehme sehr, sehr gerne Tipps an. Und der ist leider zerstört. Ja, was soll ich dazu sagen? Ninjaika heißt der. Hat sein Rathaus hier unten. Das ist sehr ungeschützt, wirklich. Aber was soll man machen? Und jetzt der die letzte, wo ist er? Das wären der Tim 2, Ben und alle Talks brauche ich nicht angucken, den interessiert es eh nicht, ob ich ihn angucke, der Ben ist mein Bruder, den brauche ich auch nicht angucken, dann gucke ich jetzt nur noch den Tim an, den alle Talks, der hat mit mir zusammen den Kanal gegründet, also der wird es schon verkraften sozusagen. Und dann hier Rados Level 4, sehr schönes Dorf, nichts draußen stehen, wunderbar. Das wären jetzt alle Leute im Rashcore-Clan gewesen. Ja, es waren keine ganz schlechten dabei, aber es waren auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele gute dabei. Also ich kann meinen Clan immer wirklich nur noch loben. Dann schaue ich mal kurz, ob der Rashcore 2 Clan noch existiert. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe es natürlich. Und da existiert ja noch der Lennart, der Lordlos und der Kriegsclan sind da drin. Ihr könnt da dort gerne beitreten. Wie gesagt, ab Level 60 nehmen wir euch dann auf, wenn ihr quasi im Rashcore 2 Clan wart, Level 60 seid, dann habt ihr quasi eine Freikarte in den Rashcore Clan. Natürlich wird dafür ein anderer gekickt, da wir derzeit voll sind. Aber wenn ihr Level 60 seid, mache ich sowas schon mal. Und es gibt immer wieder Inaktive, die gekickt werden wollen. Also sie sind inaktiv und dadurch geben sie mir das Zeichen, dass sie dieses Spiel nicht mehr spielen möchten und gekickt werden wollen. Dann gehe ich jetzt auf den Clankrieg. Und es steht 22 zu 20. Hier wird gerade jemand... Wurde ich schon angegriffen? Nein. Hier wird gerade einer von uns angegriffen.
Ich werde meine zwei Angriffe auch noch heute machen oder morgen mal schauen. Ich habe ja 24 Stunden Zeit, meine Lager sind jetzt voll, aber meine Zaubersprüche leider noch nicht. Einen hätte ich jetzt. Ich könnte einen Angriff machen, aber nee, lieber auf meinem Tablet. Da geht es einfach einfacher. Einfach einfacher. Jo, mein Deutsch ist so wieder so kaputt. Meine Stimme kratzt gerade ab. Ich hole mir jetzt erstmal einen. Ich ex jetzt erstmal den Wasserhahn leer. Ich kann auch gerne noch ein neues Let's Play euch empfehlen. Habe ich heute erst gemacht, namens Boom Beach. Ist ein neues Spiel von Supercell, von der gleichen Firma, die auch hier Clash of Clans gemacht hat. Mache ich jetzt jeden Samstag das Let's Play, also Clash of Clans wird ganz normal weiterhin kommen. Genau wie Castle Clash, das morgen kommt, übermorgen Clash of Clans. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag an alle Clan-Mitglieder. Gebt euer Bestes, aber ihr seid eh der beste Clan der Welt. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Clankrieg. Ciao, Leute!